Plymouth ist seit 3 Jahren Sperrgebiet. Nur die Forscher des Montserrat Volcanic Observatory dürfen in dieses Gebiet. Der britische Geologe Simon Young kam 1995 nach Montserrat. Er ist seitdem Direktor des Observatoriums. An diesem Tag wollen er und seine Kollegen die Schäden der letzten Regengüsse begutachten. Denn der Regen löst immer wieder neue Schlammlawinen aus. Eines Tages werden diese Ruinen vollständig versunken sein. Doch der Anblick von Plymouth heute gibt nur einen kleinen Hinweis darauf, welche Kräfte hier am Werk waren. Ein typischer Vulkan hat diese klassische Form. Ein Schlot reicht hinab in eine große Magmakammer, die meist 5 bis 10 Kilometer unter der Erdoberfläche liegt. Bei Vulkanen wie auf Hawaii gelangt die Lava an die Oberfläche und fließt direkt heraus, da sie sehr heiß und dünnflüssig ist. Auf Montserrat haben wir einen sogenannten andesitischen Vulkan. Seine Lava ist nicht so heiß und extrem zähflüssig. Sie fließt daher nicht so leicht ab und bleibt wie ein Tropfen auf dem Krater stehen und bildet einen Lavadom. Es ist wie bei einer Zahnpastatube. Je mehr man ausdrückt, umso mehr sammelt sich vor der Öffnung an. Irgendwann wird dieses Gebilde zu groß und instabil. Im Falle des Vulkans brechen dann Teile des Lavadoms ab. Diese bilden dann die pyroklastischen Ströme, die an den Hängen des Vulkans hinabrasen und die Zerstörung verursachen, die wir hier sehen. Plötzlich erinnert der Vulkan auf dramatische Weise daran, dass er noch immer nicht zur Ruhe gekommen ist. Innerhalb von Sekunden steigt eine gigantische Aschewolke 4000 Meter in den Himmel über der Insel. Pyroklastische Ströme werden zur realen Gefahr. Das Forscherteam und die Filmcrew müssen sich so schnell wie möglich in Sicherheit bringen. Simon Young nimmt sofort Kontakt zum Observatorium auf. Könnt ihr erkennen, wohin die Asche weht? Wir sehen nur, dass sie direkt über dem Vulkan hängt. Okay, das dachte ich mir. Also gute Nachrichten für uns, schlechte für Antigua. That's a smile. Stand by.